Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder mal, ne, im amerikanischen Outback. Guten Morgen ist wieder mal angesagt und ja, wir sind bereits in Folge 112. So schnell geht's. Ja, wir haben letztes Mal die ganzen Tierfüttereien und sowas gemacht. Davor haben wir die ganzen Feldergeschichten gemacht, unsere Sachen zu Ende gebracht und Überflüssigkeiten verkauft. Und wir haben am Ende der Folge, können wir es mal zeigen, nochmal die Tiere aufgestockt. Wir sind also bei 100 Kühe, 120 Schweine und 50 Schafe jetzt angelangt. Die Reproduktionsraten hier stimmen nicht ganz, weil wir das ja gerade erst gekauft hatten dann dementsprechend und dann der Spielstand noch von dem Zeitpunkt ist. Ja, da wir jetzt alles versorgt haben, nämlich die Tiere, verkauft haben, was wir verkaufen konnten und die Felder alle dabei sind, würde ich sagen, ihr seid jetzt live dabei, wie wir vorspulen. So einfach ist es. Dann können wir natürlich bei den Tieren mal gucken. Die Reproduktionszeiten seht ihr selber. Wir sind jetzt bei 2 Kühe am Tag, die wir kriegen. Das ist schon eine schöne Quote. Und wir sind bei 1 Stunde 12 für ein Schwein. Also das geht jetzt auch gut nach oben. Das hat natürlich auf jeden Fall was. Spinnerei bietet mehr Geld für Wolle. Wir machen mal ganz kurz die Zeit wieder langsam. Und haben eine 50-prozentige Ladung. Und wie viel ist das mehr für Wolle? 10.000. Also es geht auch höher noch, muss man zugestehen. Da werde ich jetzt nicht unbedingt den großen Run drauf starten dadurch. So, ja, wir machen das Ganze jetzt mal wieder an. Oh, das geht nur hier, sorry. Na, aktualisiert sich das? Ja. Da seht ihr schon, es ist schon wieder ein Schwein dazugekommen. So schnell geht's. Alle 1 Stunde 11 gibt es ein neues Schwein. Wenn wir irgendwann mal so weit sind, dass wir stündlich ein Schwein kriegen oder sowas. Auch jetzt sind es ja ungefähr schon 20 am Tag, die jetzt dazu kommen müssten. Dann können wir natürlich eine gute Versorgung draus machen. Vor allem können wir dann auch mal an die Schlachtereigeschichten denken. Für die Schlachtereigeschichten, da könnten wir mal gucken. Da gibt es ein, zwei Sachen, die man dafür auch kaufen kann, sollte, muss. Wie zum Beispiel diese Kühlgeschichten. Das war jetzt ein Lager, glaube ich. Das ist der Transporter an sich. Ne, ist der Tiertransporter. Das hier ist ein Kühlwagensystem. Und das hier ist das Interessante. Das ist nämlich der Fleisch und Wurst transportiert. Das ist, glaube ich, echt nur ein Zwischenlager. Da ist auch noch ein Zentrallager, das hatte ich auch noch nicht gesehen. Was geht da denn alles rein? Saperlot, da kann man richtig einlagern. Achso, das ist ein Mobillager, okay. Das ist der Tiertransporter, der große. Da dürfte ordentlich was reingehen. Und das ist halt die fertigen Wurstprodukte zu verkaufen. Okay. So, wir sollten mal gucken, weil wir haben natürlich jetzt schon wieder gut die Zeit verrennen lassen. Ja, wir haben schon wieder 3 Schweine in der Zeit dazu gekriegt. So schnell geht's und haben auch die Hälfte Zeit bis zur nächsten Kuh. Wir sehen natürlich auch, dass wir den Misthaufen und Milch hier jetzt gut nach oben drücken. Das tickt natürlich jetzt alles gut durch. Bei unseren Feldern wird sich natürlich nichts tun. Ne? Ihr seht, ihr wechselt gerade von der ersten in die zweite Phase. Wir können jetzt also ruhig, ruhig und locker eine Runde vorspulen, können dabei mal hier auf die Produktion gucken. Das ist das andere Interessante. Werden mal kurz den Traktor hier nehmen, weil der hier gerade steht. Werden hier eine Runde rückwärts ranfahren. So. Oh, ein Stückchen zu weit. So. Und ich werde das Abpumpen vom Wasser hier aktivieren. Ne? Wir haben ja gesagt, das Wasser wird nicht reichen. Er braucht jetzt noch 60.000 Liter Wasser. Über 60.000, um laufen zu lassen. Das heißt, wir werden gleich auf jeden Fall eine Ladung Wasser noch nachholen müssen. Wo, wie gesagt, noch pumpt er leer.
Ne, ihr seht selber die Milch und das ist noch nicht voll. Solange die Gülle jetzt nicht vollläuft, ist auch alles okay. Aber auch die könnten wir eine Runde da wegfahren. So, aber ich würde sagen, wir machen das mal jetzt hier in die, ups, in die Ratzfatz-Variante. Nehmen erstmal das Schweinefutter hier. Das ziehe ich jetzt einfach nur mal kurz hier weg. Das machen wir gleich dann nochmal ran. Nein, ich wollte gar nicht aussteigen. Weil ab, wollte ich. Ich wollte jetzt fix die Gülle holen. Große Frage für Zuckerrüben. Wollen wir echte Rüben verkaufen? So, ich stoppe mal die Produktionsgeschichte hier. Weil ich glaube, dass sich nicht mehr viel tut, weil die Gülle voll sein wird ziemlich. Deswegen pumpe ich jetzt die Gülle einmal natürlich ab. Und lager den Spaß ein. So. So. Ja, zieh schön rum das Ding. Und raus damit. So. Derzeit, wo er sich die Liter da wegholt, werde ich einmal hier ranfahren und Wasser holen. Dass die Produktion, wenn wir weiterspulen, auf jeden Fall auch zu Ende Wasser hat. Wo habe ich den eigentlich in JCB hingestellt? Ah, der steht hier vorne beim Spitzbolt, der steht hier vorne ganz einfach. Okay. Ja, so langsam bin ich natürlich auch gespannt, wenn die Tiermengen jetzt erheblich größer werden. Wie das denn mit den Mengen aus, die wir so brauchen. So langsam geht das dann richtig in die Tierproduktion auch rein. Ne? Wie gesagt, Dings haben wir da schon stehen, die Schlachtereigeschichte. Wir müssen nur noch sehen, dass wir mit den nächsten Kohle, die wir machen, halt dann mal so einen Kühltransporter dann noch kaufen. Und wir haben Tiertransporter da vorne stehen, mit dem werden wir dann natürlich das erste Mal probieren und gucken, ob wir damit anliefern können. Klar, muss ja nicht alles mit einem sein. So, dann nehme ich jetzt den JCB. Der wird jetzt die Gülle da kurz wegholen. Und dann können wir dann nochmal reinfahren, nochmal Gülle holen. Dann können wir nochmal ranfahren und Schweinefutter da rausholen. Also wir können hier einiges jetzt mit der mit der Sojamilchproduktion alleine schon mal auf die Beine stellen. Ja, 30.000 Liter ziehen, da muss er. Ich schaff das. Ja, schaffst du auch. War das hier der Eingang oder das andere der Eingang? Ich vergesse das mal wieder. Abpumpen starten und er tut's nicht. Ist auch beeindruckend. Füllvorgang starten? Achso. Aha, das Fass da, das Ding da befüllen. Okay. Das läuft also auch. Dann schalten wir nochmal durch. Und bringen derzeit die Ladung Wasser weg. Derzeit kann er die Gülle wegbringen. Dann hauen wir den Spaß da noch rein. Was wir dann auf jeden Fall auch machen können, ist uns dann nochmal, bevor wir nochmal einen größeren Schritt spulen Richtung Mitternacht, werden wir auf jeden Fall nochmal die Tiere sauber machen. Diesmal auch die Schafe. Die haben wir letztes Mal ja sein gelassen, weil es nicht viel war. Damit wir halt die Produktion nochmal haben. Und ich schätze mal, um Mitternacht werden wir dann auch nochmal die Tiere machen. Ich werde jetzt auch gleich erst die Schweine und die Kühe machen. Ich werde die Schafe dann am Schluss machen, werde nicht gleich wieder zurückfahren, sondern werde den kleinen Case da stehen lassen, damit er da dann gleich die Schafe Mitternacht sauber machen kann und dann wieder zurück. Da müssen wir mit dem nicht so oft fahren. Macht, glaube ich, Sinn. So, ich berge mir schon wieder einen zurecht. Sachen gibt's. So, raus damit. So, er ist leer. Der holt jetzt die nächste Ladung daraus. Das sind locker, wenn es voll war, nochmal 20.000 Liter, die er wegpumpen kann. Und irgendwann können wir dann auch mal eine Runde mit Gülle verkaufen. Ja, wir wollten noch gucken, was die Rübengeschichte macht. So war das auch.
Wie viel gibt es denn für unsere Rüben? So. So. Irgendwie, sonst zieht er zu sehr rum und heute kriege ich ihn irgendwie gar nicht rumgezogen. Das sind wieder Einstellungen. So, jetzt aber. Los, auf den Knick noch. Achso, bist eh schon an der richtigen Stelle. Musste da nicht mehr ganz hin. Okay. Ja, dann skippen wir wieder durch. Ja, Wasser haben wir hingebracht. Dann fahre ich mit ihm jetzt wieder los und lasse den Tank auf jeden Fall schon mal wieder volllaufen. Dann sehen wir, wofür wir brauchen, ob es für die Tiere ist oder für die Produktion wohl nicht, weil wie gesagt, Soja kommt in der nächsten, im nächsten Erntezyklus nicht. Dann können wir natürlich mal schauen. Auf jeden Fall kann der Tank ja schon wieder voll sein. Ja, Mist müssen wir auf jeden Fall noch schaufeln auch noch, oder können wir auf jeden Fall noch schaufeln. Wir dürften auf jeden Fall auch Gülle von den Tieren abholen können, glaube ich. Da habe ich auch noch nicht dran gedacht. Ich weiß nicht, wie voll da die Bestände sind. So. Gucken wir nochmal. Wow, der Wollpreis ist aber gut gestiegen, ey. Silagepreis ist einigermaßen gesunken. So, was war denn jetzt mit dem Rübenpreis? Oh, 431 bei Valley Grains. Da könnte man eine Ladung hinbringen. Ich meine, wir haben Rüben ohne Ende, so viel brauchen wir die ganze Zeit jetzt nicht. Das könnte man echt überlegen. Gut, er hat den Rest hier nochmal gezogen. Das ist alles ganz okay. Ich gucke das kurz ab, dann holen wir mal die Gülle bei den Tieren weg. So. Gucken wir nochmal bei den Tieren, hatten wir 10.000 und 3.000. Ah, brauchen wir nicht mal. Das lohnt sich nicht mal richtig. So, die Wolle könnten wir jetzt verkaufen. Das ist ja schon meine Dreiviertelpalette fast. Mist, wir müssen uns leicht drum kümmern. Wir können auf jeden Fall Milch verkaufen. Das auf jeden Fall. Ich werde den Gülletank hier wieder mal zur Seite stellen. Da stand er die letzten Male ja auch. So. Abkoppeln. So, Valley Grain will einmal von uns Rüben haben. Dann laden wir ihn hier nochmal eine Runde mit Rüben voll. Das ist ganz einfach. So. Wieder zurückblättern. Zuckerrüben. Start. So, Valley Grain. Wo ist Valley Grain? Das war die nächste Geschichte. Valley Grain. Da ist die Spinnerei. Da ist Valley Grains. Marker setzen. Was wollte Valley Grains denn? Warum nicht einen guten Preis für? Ach ja, Valley Grains ist. Ach ja, und das andere war die. Ich will's wohl. Klar. Also, wir bringen jetzt einmal hier die eine Ladung weg. Die werden wir jetzt verticken. Das wird kein super Übervermögen werden, aber einigermaßen. Und wir werden auch. Gucken, ob wir nicht eine Runde die. Den Wollpart machen. Ja, die Rande. Schaut euch das an. Er rammt einen Stumpf. Das interessiert ihn nicht, ne? Naja. Dann bringen wir mal eine Runde Zuckerrüben weg. Bringt alles wieder Geld für mehr Tiere, ne? So einfach ist es.
man so langsam ein bisschen in die Füße kommt. Ja, dann können wir noch Milch verkaufen. Wie gesagt, wir können noch Wolle verkaufen. Das sieht alles gut aus. Ich habe noch nicht mal geguckt, wie viel die Bio-Milchgeschichte da, die Soja-Drinkgeschichte muss es, glaube ich, jetzt gesetzlich heißen und nicht mehr Milch. Ich sage immer noch Milch, aber Fabrik heißt halt so. Was müssen wir machen? So. Wow, die kleine Schräge da hoch. Oh, okay. Warum nicht, ne? Dann fahren wir die kleine Schräge hier hoch. So, und dann raus damit. Oh, da haut das Zeug auch gut raus da. Ja, mit dem Verkauf, möchte ich mich dann schon wieder ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen bedanken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Daumen nach oben wäre klasse, Abo wäre klasse und natürlich auch ein Share. Ja, das sind nochmal 20.000 gewesen, die wir jetzt eingenommen haben. Dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank, dass ihr mich immer schon so freundlich unterstützt. Und dann bis morgen früh.